Heute schon vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV. Ihre Vorsorge im grünen Bereich. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Frau Professor Monika Köppel-Trainer von Eco Austria. Meine Kollegin Ariane Barun und ich, Rudi Kreinigs, fragen im zweiten Teil dieses Gesprächs die Direktorin von Eco Austria, wie sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren verändern wird und was das konkret dann auf unser Pensionssystem für Auswirkungen hat. Jetzt gibt es ja gerade, durch den Anschub der Corona-Pandemie, man will ja schon fast nicht mehr drüber sprechen, aber trotzdem, die hat einen irrsinnigen Anschub gegeben in Richtung Digitalisierung. Also ein neuer Mitarbeiter ist definitiv die IT, die ja da auch viel abfängt, auch an Effizienz und Arbeitsleistung und den Arbeitsmarkt umwälzt. Würden Sie jetzt sagen, die Hauptumwälzungen haben schon stattgefunden oder wird sich da noch viel tun in den nächsten Jahren? Oh, es wird sich noch enorm viel tun. Also der Trend zur Digitalisierung und Automatisierung ist natürlich schon länger da. Früher war das primär Automatisierung in den manuellen Arbeiten, die auch zu Verschiebungen am Arbeitsmarkt geführt hat. Jetzt haben wir diesen Trend zu auch working from home, was auch einerseits effizienter ist, andererseits auch umweltschonender. Haben wir auch einige Studien dazu gemacht bei uns im Institut, dass es enorme Klimavorteile auch bringt. Und der dritte neue Trend ist natürlich die künstliche Intelligenz. Die ist in dem Sinne qualitativ anders, dass sie nicht mehr manuelle und simple und repetitive Arbeit ersetzt, sondern viel stärker in die Arbeitsmarktgruppen greift, die eher kreative Arbeiten und sagen wir, intellektuelle Arbeiten durchgeführt haben. Und das ist erst der Anfang. Also mit ChatGPT, wir haben erste Studien, das ist erst seit 2 Jahren wirklich da. Wir sehen noch nicht den vollen Ausmaß der Veränderungen. Was wir jedenfalls sehen, ist, dass hier auch eine Verteilungsproblematik auftauchen wird. Manche Gruppen werden stärker betroffen sein als die andere. Und das ist neu, weil das werden oft Gruppen sein, die mit höheren Einkommen vorher waren, mit höherer Qualifikation in der Rechtswissenschaft, in der Finanzbranche etwa. Und was wir auch sehen, ist, dass das einen enormen Produktivitätszuwachs mit sich bringt. Die ersten Studien über ChatGPT oder Copilot und solche Instrumente, die zeigen Produktivitätszuwächse im starken zweistelligen Bereich, 30-40% Zeitersparnis bei gleichbleibender oder besseren Qualität des Produktes oder der Leistung, die man anbringt. Und das ist natürlich, das ist erst der Anfang, das kommt noch viel mehr auf uns zu. Aber wie könnte dann, um wieder aufs Pensionssystem zurückzukommen, wie könnte da auch das Pensionssystem davon profitieren? Eigentlich nur über die Möglichkeit bei der Betrieblichen, dass man über die Gewinne bzw. über die Börse quasi was mitnimmt. Auch natürlich, also insbesondere wenn wir uns die Aktien der AI-Firmen anschauen, die haben signifikant höhere Renditen mit sich gebracht in den letzten Jahren als der Rest der Börsen. Das ist der eine Element, aber natürlich auch über die Produktivität. Also da profitiert natürlich auch das staatliche Umlagesystem. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Entwicklung der Arbeitsproduktivität der letzten 20 Jahre in Österreich, die lag so bei 2-3% pro Jahr. Jetzt kommt dieser enorme Schub, den wir nicht verpassen dürfen, der wirklich ein Potenzial hat, die Produktivität in viel höher zu erhöhen, womit natürlich auch die Steuereinnahmen und Beitragseinnahmen steigen werden. Und die gute und schlechte Nachricht zugleich ist, dass der Druck am Arbeitsmarkt ist so enorm, dass eben diese Produktivitätseffekte eintreten werden, weil wir haben einen Arbeitsmarkt, wo es wirklich jeder Unternehmer sich überlegen muss, was kann ich noch an der Effizienz hinkriegen, weil ich habe zu wenig Mitarbeiter. Das heißt, ich muss auch auf diese digitale Lösungen die umsteigen. Und das, die Hoffnung ist natürlich, dass dieser Effekt jetzt schnell eintritt. Jetzt ist es ja so, also 30-40% Produktivitätssteigerung, haben Sie gesagt. Jetzt ist es ja so, dass diese Gewinne ja aber dann hauptsächlich den Firmen zugutekommen. Also korrigieren Sie mich. Nein, so würde ich das nicht sehen. Also das ist tatsächlich so, dass immer in der Geschichte haben wir immer diese Befürchtung gehabt, dass die Jobs verschwinden, weil die durch digitale Lösungen oder technische Lösungen generell gedacht ersetzt werden. Und was wir stattdessen gesehen haben, ist, dass diese Produktivitätsgewinne entweder in der Nachfrage nach neuen Jobs sich materialisiert haben oder auch in höheren Löhne. Das heißt, das, was die Firmen jetzt mehr an Produktivität haben, die werden entweder neue Jobs damit schaffen oder sie werden auch die Löhne erhöhen, insbesondere weil der Arbeitsmarkt jetzt so eng ist, dass man sich natürlich um jede Mitarbeiter kämpft. Da ist der Anreiz natürlich, der Unternehmen auch höhere Löhne auszuzahlen, als die Produktivität noch viel höher als in der Vergangenheit. Was ist die Rolle von Politik und SozialpartnerInnen dabei?
Naja, die Regierung muss jedenfalls dafür sorgen, dass auch diese Entwicklungen zustande kommen können. Also was wir definitiv nicht machen dürfen, ist uns zu Tode regulieren. Also Beispiele AI ist vielleicht ein guter, weil Europa arbeitet jetzt an einem europäischen AI-Akt. Und dort haben wir gesehen, dass wir zwar damit eigentlich die Konkurrenz aus Amerika ausschalten wollen, aber gleichzeitig schalten wir möglicherweise unsere eigenen Produkte. Es gibt auch ein paar sehr, sehr bekannte Firmen in Berlin, in London und in Paris, die an AI-Lösungen, europäischen AI-Lösungen arbeiten. Und wenn wir die zu Tode regulieren, dann haben wir auch keine Chance mit der Konkurrenz aus dem Ausland. Also die wichtigste Rolle der Regierung ist jetzt nicht im Weg zu stehen, sodass diese Effekte, zustande kommen können. Und die zweitwichtigste Rolle ist natürlich auch, diese Verwerfungen am Arbeitsmarkt abfangen zu können. Denn wir wissen, dass es neue Jobs entstehen werden, aber die werden oft mit anderen Qualifikationen verbunden sein. Das heißt, hier die wichtigste Rolle ist aktive Arbeitsmarktpolitik und Bildungspolitik, und die uns auch auf diese Situation vorbereitet. Und da muss ich auch offen sagen, sind wir noch nicht sehr weit. In der Bildungspolitik insbesondere hat man das Gefühl, dass man probiert, eher die Entwicklungen zu stoppen und jetzt zum Beispiel den Kindern verbieten, mit ChatGPT zu schreiben, anstatt zu sagen, hey, die Welt entwickelt sich weiter, wir müssen unser Bildungssystem darauf anpassen und wir müssen an diesen Skills arbeiten, ob das jetzt Kinder sind oder erwachsene Personen, sich umqualifizieren müssen, die in dieser neuen Arbeitswelt einfach gut aufgehoben werden. Ich hätte auch hier das Gefühl, dass momentan eher der Trend da ist, von Universitäten hört man das sehr regelmäßig, um Gottes Willen, mit dem kommen jetzt richtig, kann es nicht prüfen, also verbieten wir es. Ja, genau. Und das ist leider sehr kurzsichtig, denn die Welt entwickelt sich weiter. Und wenn wir hier aus Europa nicht mitmachen und probieren, die Entwicklungen zu stoppen und zum verbieten, dann werden wir an Wettbewerbsfähigkeit und diese Produktivität verlieren. Wie weit sehen Sie da die heimische Wirtschaft? Wir haben in Europa und in Österreich generell grundsätzlich eine sehr gute Situation, was Humankapital betrifft. Wir bilden gute Leute aus, auch in diesem Bereich. Wir haben tolle Startups, die daran arbeiten. Wo wir uns sehr schwer tun, Europa in der Welt oder Österreich in Europa, ist, dass wir diese Firmen dann wirklich zu einem großen internationalen Erfolg bringen. Was uns auch ein bisschen an das Thema Pensionssystem zurückbringt, weil was die Amerikaner sehr früh erkannt haben, ist, dass die Pensionskassen ein sehr, sehr guter Geldgeber für die Wirtschaft sind. Wir haben viel Geld, das dafür sorgen kann, dass wir diesen Firmen wirklich großes Geld am Kapitalmarkt zur Verfügung stellen können. Das ist aber eben in Europa nicht wirklich sehr, sehr, sehr der Fall. Das heißt, eine zweite Säule würde nicht nur dafür sorgen, dass die Pensionen sicherer sind, sondern dass es enorm viel Kapital an die Firmen zur Verfügung steht, die dann wirklich auch wachsen können. Das haben etwa denen auch erkannt. Die haben Großteils des Geldes, das in Private Equity fließt, kommt aus den Pensionskassen. Die finanzieren langfristige Projekte, die finanzieren Innovation. Und das ist auch natürlich ein enormer Vorteil von diesem Modell. Nachsatz dazu, da müsste aber wahrscheinlich auch unser Finanzmarkt der Spar anders ausschauen in Österreich. Ja, vor allem muss es auch europäisch gedacht werden, weil natürlich aus Österreich alleine sind wir ein bisschen zu klein, hier auch von alleine einfach von der Größe des Landes eine wesentliche Rolle zu spielen. Das heißt, es muss weiterhin eine weitere Integration geben der europäischen Kapitalmärkte in regulatorischer Hinsicht primär, weil es zwar formell eine Kapitalverkehr frei in der EU ist, aber natürlich weiterhin die Regulatorik zum Teil sehr unterschiedlich ist, aber auch Produktmärkte sind noch nicht so weit, wie wir es eigentlich gerne hätten. Nur als Europa als Ganze haben wir eine Chance, gegen die anderen Riesen aufzutreten. Letzte Frage aus meiner Sicht. Wenn wir die ganzen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, hernehmen, wie meinen Sie, schaut in 15 Jahren unser heimisches Pensionssystem aus? Wir werden eine Übergangslösung brauchen, weil das ist zu sagen, der Nachteil eines Umstiegs ist natürlich, für die Übergangsphase brauchen wir eine Lösung. Das heißt, wir werden in dieser Zeit wahrscheinlich etwas mehr Geld auch in die staatliche Hand in die Hand nehmen. Aber wenn wir das früher gut erkennen, dann haben wir in 20 Jahren ein Volumen an Investitionen, die wir in die Wirtschaft pumpen können und auch Renditen, die passen auch für die Pensionisten. Und wenn ich dann in 20 Jahren in Pension gehe, dann weiß ich, dass ich mit guter Rendite die letzten 20 Jahre viel Geld auf der Seite hatte. Also für mich das ideale System wäre eine Mischung natürlich aus dem öffentlichen System, der besonders Personen mit niedrigen Einkommen auffangen muss, und einer starken privaten, obligatorischen oder freiwilligen Vorsorge, die dafür sorgt, dass ich auch ohne die demografische Entwicklung weiterhin hohe Pension beziehen kann. Okay. Von mir noch eine softe Frage zum Schluss. Und zwar, weil wir jetzt gesagt haben, ChatGPT und so weiter, man kann sich davon nicht verschließen oder verwehren.
Hätten Sie noch jetzt einfach so einen Tipp für jeden Einzelnen da draußen, vor allem, weil wir jetzt schon gesagt haben, es wird auch höher gebildete Leute treffen und so weiter. Die Bildung fängt es offenbar nicht ab. Also wie sollte jeder Einzelne damit umgehen? Ja, man kann sich natürlich selbst ausbilden. Es gibt enorm viele Programme, auch Top-Universitäten weltweit bieten auch diese Entwicklung, diese Skills. Es gibt private Firmen, die ich nicht nennen werde, die das auch anbieten. Was wir da sehen, ist, dass es für jede Arbeitsgruppe Vorteile bringt. Es gibt Studien, die zeigen, dass nicht nur wirklich Programmierer und ITler mit einem MIT-Abschluss, die jetzt am Arbeitsmarkt gefragt werden, die wirklich diese Modelle entwickeln, das ist ja auch komplex, sondern jeder in jedem Job kann diese Tools ansetzen und das bringt ihr oder ihm persönlich Vorteile, was Löhne betrifft, was die Produktivität betrifft. Nehmen wir ein Beispiel, eine Floristin kann ihre Website wunderschön machen mit dem ChatGPT, mit dem DALL-E, sie kann schöne Bilder erstellen. Oder jemand, der in Marketing arbeitet hat, hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, sich diese Skills beizubringen, ist enorm wichtig für die künftige Nachfrage am Arbeitsmarkt. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Missverständnis, dass es so komplex ist. Im Gegenteil, die Nutzung von diesen AI-Tools, die jetzt am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, es ist einfacher als ein Microsoft Office. Es ist wirklich easy, da muss man nichts programmieren, man muss sich das aber antun, wenn man wirklich am Arbeitsmarkt in 20 Jahren noch gute Chancen haben will für einen guten Job. Frau Köppel-Durina, jetzt habe ich noch zum Abschluss eine Frage. Und zwar, Sie waren ja auch im wissenschaftlichen Beirat des Klimarates. Wie wirken sich denn diese digitalen Veränderungen, ChatGPT etc., auf unsere Umwelt aus? Richtig. Wir haben tatsächlich auch im Institut einige Studien dazu gemacht. In Peer-Reviewed Journals habe ich auch da mitgearbeitet. Und was wir sehen, ist, dass natürlich zwei Effekte gibt. Einerseits habe ich enorme Effizienzpotenziale, weil ich zum Beispiel jetzt nicht mehr in die Arbeit fahren muss, sondern ich kann eben was im Homeoffice erledigen und mit digital kommunizieren. Andererseits, wie Sie richtig sagen, steigt der Energiebedarf auch für Vorproduktion für die Servers. Was wir gemacht haben in unseren Studien, ist Nettoeffekte auszurechnen. Und die sind in der entwickelten Welt jedenfalls positiv fürs Klima. Das heißt, wir schützen das Klima damit, dass wir diese digitalen Modelle verwenden. Was die andere Länder betrifft, ist das Bild ein bisschen differenzierter, weil natürlich wir haben Teil dieser Produktion outgesourced nach Asien, aber selbst hier kommen viele Studien zum Schluss, dass der Effekt dennoch netto positiv, das heißt weitere Digitalisierung bringt uns da viel, viel Effizienz. Zum Thema KI ist vielleicht noch ein spannender Aspekt, weil es gibt auch in Österreich Firmen, die an solchen Lösungen arbeiten, ist, dass ohne KI-Lösungen wird auch die Energiewende sehr schwierig sein. Warum? Weil es ein hochkomplexes Problem ist, die Energienetze zu balancieren, um alle diese Unsicherheit, die jetzt in das System reinkommt, ins Energiesystem reinzubringen. Vorher haben wir ein Gaskraftwerk gehabt, das mehr oder minder konstant Strom produziert hat. Jetzt haben wir je nach Wetterlage und je nach Nachfrage ein System, das wirklich viel, viel komplexer geworden ist. Und zum Beispiel hier KI ist ein Element, ein wesentliches Element des Systems, weil ohne das werden wir auch die Energiewende nicht schaffen, weil diese Ausbalancierung, das können keine Menschen mehr. Das sind einfach sehr stark kurzfristige Veränderungen, womit mit Algorithmen gearbeitet wird und mit digitalen Lösungen. Das heißt, das ist auch ohne Digitalisierung ist es auch nicht möglich, unser System aus der fossilen Energie zu befreien. Danke. Herzlichen Dank für das wirklich sehr spannende Gespräch. Das war halt so umfangreich. Ich bin ganz von der Rolle. Dankeschön. Und Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sagen wir auch herzlichen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Wenn Sie Fragen haben, die Sie brennend interessieren, schicken Sie uns diese gerne weiterhin. Dann gehen wir gerne für Sie darauf ein. Vordenken. Nachhaltige Ansätze für morgen.